Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute mal ein kurzes Video zum Thema Ölpreisentwicklung und ja, Ölaktien, Öl- und Gasaktien und wie teilt sich hier eigentlich der Markt auf? Prinzipiell kann man dazu sagen, habe ich hier mal einen Artikel rausgesucht von der Welt.de und da ging es also quasi darum, dass hier eine von diesen, also das sieht man hier auf dem Chart als erstes Mal. Die ja, alle Firmen, die sich sozusagen den Markt aufteilen. Und die ersten drei, also Aral, Tankstellen, das ist letztendlich die BP, die dahinter steckt. Also letztendlich der ja, damals aus dem Iran entsprungene größte UK-Konzern bezüglich Öl und Gas. Ich hatte mit Total zum Beispiel viel zu tun 2004, als ich dort öfter mal Software verkauft habe und ich muss sagen, das ist letztendlich, also wenn man französische Konzerne betrachtet, so eine der wenigen Firmen, die es vielleicht zu kaufen lohnt. Hat jetzt auch nochmal ganz gut abgeschnitten in der, im Vergleich 2018, 2019, als es darum ging, die Fördermenge, also letztendlich im Vergleich zur Fördermenge hat Total nochmal am weitesten zugelegt. Ich glaube, es war so um die 8 bis 10%. Das hat letztendlich damit zu tun, mit welchen ja, Projekten eben die Firma involviert ist und investiert ist. Da gibt es ja so einige weniger transparente Aussagen, jetzt auch bezüglich Saudi-Arabien, die ja auch nicht so ganz rausrücken wollen mit der eigentlichen Förderquote und, ob, und das wird halt vermutet und spekuliert, dass einfach letztendlich die Felder letztendlich immer weniger ergiebig sind und werden. Und das ist ja auch das ganze Thema mit Saudi Aramco, dass die eben nicht an die ganzen Börsen gehen, wo sie eben das, die ganzen Daten eben offenlegen und Transparenz offenlegen wollen müssten. Und deswegen eben Saudi Aramco eben nur irgendwie, glaube ich, irgendwo in Brasilien, wo sie es eben nicht müssen. Letztendlich an die Börse gegangen sind und dort, man könnte nur, also theoretisch nur dort diese Aktien auch zeichnen und viele Investoren sind halt da sehr zurückhaltend und so weiter und so weiter. Also die sind ja so mal meiner Meinung nach hier, also BP mit Aral, Shell, mit also Rolltag Shell und Total, und das sind so die, wo man eigentlich wenig falsch machen kann. Hier, da ging es eben darum, dass hier ja, Total wollte hier nochmal irgendwelche Tankstellen übernehmen. Und dann hat natürlich das Kartellamt dazwischen gefunkt. Also das andersrum gesagt, teilen sich eben hier ganz deutlich, also die drei Firmen teilen sich halt mehr oder weniger 80% des Marktes. Also wenn du hier halt von jeder Aktie, sagen wir mal, also von jeder Firma ein paar Aktien hast, dann kann da eigentlich wenig passieren, ja, weil dann bist du halt quasi 8 zu 80% in den kompletten Markt investiert. Und das ist letztendlich ja, schon eine echt sichere Sache. Das ist jetzt also nichts spekulativ oder Aufregendes. Also so ja, Casino-mäßiges und so weiter. Das wollen wir eben, also das hast du damit natürlich nicht. Also irgendwelche Excitements. Aber das wollen wir ja auch nicht, besonders nicht in unserem langfristigen Spekulations- Dividendenportfolio. Apropos Dividende, hier kann man nochmal kurz die Kennzahlen anschauen. Also wir haben hier bei der Totalaktie haben wir 5,6% Dividende. Bei Reuters Shell haben wir 6,3% Dividende und bei BP haben wir 6,5% Dividende. Also ich würde mal sagen, das ist alles weitaus höher als sonstige festverzinsliche Papiere. Und wenn wir uns hier jetzt nochmal die Charts anschauen von den jeweiligen Firmen, hier sagen wir mal auf 3 Jahre, dann sieht man doch, es ist relativ konstant. Ja. Also man muss da nicht viel sozusagen ja, auf eine längere Sicht hin, sagen wir von 5 bis 10 Jahren, muss man jetzt nicht besonders viel befürchten hier. Ich meine, das ist letztendlich das, was du willst. Du willst halt ein Zinssubstitut mit solchen Firmen in deinem Portfolio haben, weil wir eben keine festverzinslichen Zinsen mehr bekommen. Und meiner Meinung nach ist also hier die Total, wenn man mal auf 5 Jahre sieht oder so, ja, ist es sogar, ist die, der Chartverlauf
noch stabiler als bei den anderen beiden Firmen. Also hier ist es teilweise identisch zur Royal Dutch Shell und Total. Bei der BP, die hat etwas mehr gelitten vom ihren Allzeithoch her, aber dafür hat sie natürlich auch jetzt letztens extrem zugenommen wieder. Ich glaube an einem Tag 1,8%, am Tag davor glaube ich auch ähnlich. Und das ist schon eine ganze Menge für so eine Aktie. Aber wie gesagt, wir wollen das eben, solche Aktien wollen wir als Zinssubstitute in unserem Portfolio haben. Ähnlich auch in der Gazprom. Die habe ich ja letztes Mal schon vorgestellt, auch ein bisschen. Und da ist es eigentlich auch ziemlich egal, wo jetzt gerade der Kurs steht, ja. Ob der jetzt hier unten steht bei 25 oder dann wieder hier oben bei 30. Und insgesamt, wenn wir auch immer wieder nachkaufen oder zum Beispiel das Ganze über einen Sparplan besparen, ja, wie man das auch machen kann bei einigen Firmen, bei einigen Brokern, dann hast du sowieso irgendwann mal so ein Cost Average drin, dass dir das sowieso dann wirklich egal ist, wo jetzt gerade der Kurs steht, weil steht er gerade oben, hast du einfach ein bisschen mehr Depotwert. Steht er gerade unten, hast die Möglichkeit beim nächsten Mal in deinem Sparplan das Ding wieder ein bisschen günstiger zu kaufen. Das heißt, egal wo der Kurs gerade steht, du bist eigentlich immer zufrieden. Ja? Das ist einfach das richtige Herangehensweise an einen beständigen Vermögensaufbau über Aktien und besonders über Dividendentitel. Ja, und zum Abschließen möchte ich noch sagen, abschließend, es gibt viele, die sagen, oder das heißt viele, es gibt einige Experten oder so, die sagen, oh, Öl, ah, das wird demnächst, also wer die Eier dazu hat, der könnte Öl mal shorten. Da bin ich mal extrem vorsichtig, ja, also da werden noch einige Jahre ins Land gehen, bis das Öl sozusagen substituiert wird mit irgendwelchen Alternativenergien. Also man darf nicht vergessen, dass es auch noch was anderes gibt als Mobilität und Elektromobilität und so weiter, ja. Wo wir zum Beispiel auch Öl brauchen. Ja, alles, jedes Plastik, ja, Haushaltsgerät und so weiter. Also es gibt ganz viele Bereiche, wo wir Öl verwenden, ja. Und abgesehen davon, schauen wir mal, wie sich das mit der Elektromobilität entwickelt. Ja. Also wir wissen ja ganz genau, dass wenn wir heute auf einen Schlag 5 Millionen oder 10 Millionen, ich glaube es sind 5 oder 10 Millionen Elektroautos auf die Straße stellen würden, dann würde unser Stromnetz zusammenbrechen. Ja. Und dann wäre Schicht im Schacht. Ja, weil Strom ist so eins der wichtigsten Infrastruktur. Dinge, die es überhaupt gibt. Na, ohne Strom geht gar nichts. Ohne Strom geht keine Alarmanlage. Ohne Strom gäbe es hier Plünderungen so ungefähr, ja, mehr oder weniger. Also und das Risiko wird niemand eingehen und deswegen muss man da erstmal ganz, ganz heftig in Infrastruktur und Ladesäulen und so weiter investieren und das wird noch viele, viele, viele Jahre dauern. Also Strom produzieren muss man ja irgendwo, muss man den Strom herkriegen. Wir schalten gerade sämtliche bis 2023, glaube ich, das letzte Atomkraftwerk ab. Wir schalten unsere Kohlekraftwerke alle ab oder haben sie schon abgeschaltet. Ja, da muss man schauen, okay, woher kriegen wir überhaupt den Strom? Also da bin ich mal ganz vorsichtig, dass hier, also hier Ölaktien und so weiter zu shorten, ja. Im Hinblick auf die nächsten 10 Jahre Minimum. Ja, okay, das ist meine Meinung zu dem ganzen Thema Öl und drei Aktien, die sich auf jeden Fall mal lohnt anzuschauen, die sich sozusagen ja, 80% des Marktes aufteilen, ja, weltweit und besonders hier auch in Europa. Und kann man meiner Meinung nach nicht so viel verkehrt machen. Und dann gibt es natürlich auch immer wieder irgendwelche Unruhen, ja, die dann wieder den Ölpreis ein bisschen nach oben ziehen lassen. Und das wirkt sich dann natürlich meistens auch immer positiv aus auf die Ölaktien. So, das soll es gewesen sein für dieses Thema oder für dieses Mal. Wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Euer Thomas Klein. Ciao.